geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute Dortmund Stadioneröffnung, Saisoneröffnung, Stadion nicht, Saisoneröffnung. Und ich habe richtig Bock, es geht endlich wieder los gegen Aston Villa, gegen ihren Marzen. Aber egal, ich habe Bock, ich nehme euch mit. Ich werde auch ein paar Umfragen, hoffentlich, wenn ich es hinkriege, vom Stadion machen, auch im Stadion vielleicht ein paar Fragen an euch stellen. Und mal gucken, was das Dortmund-Fan-Herz so begehrt. Ich nehme euch mit, ich freue mich auf euch und aufs Spiel gleich und wir sind gleich im Stadion. So, Friends, wir sind am Stadion und das erste, was ich gesehen habe, hier sind Ampeln und ganz viele andere Dinge und hier wird richtig was geordnet, was nicht funktioniert, aber ist egal. Es ist alles neu, es ist alles schön. Neue Saison, neues Glück. Die Ampel steht für die Meisterschaft, weil sie grün ist. Seht ihr jetzt nicht, weil sie gerade aus ist. Klassiker, aber sie ist eigentlich grün und das Grün steht für positives Mindset und für Meisterschaft, sag ich. So, Freunde, wir stehen heute vorm Stadion. Ich habe gesagt, ich mache ein paar Interviews heute mit Dortmund-Fans und frage sie mal, was sie glauben, wer der beste Spiel der Saison wird, der beste Transfer und natürlich, wer deutscher Meister wird. Was denkt ihr, wer ist der Transfer, der am meisten einschlagen wird dieses Jahr? Ich würde sagen Gyrassi. Gyrassi, was sagst du, wie viele Tore macht er? Boah, 16. 16 in der Bundesliga? 16, ja, passt. In der Bundesliga, passt. Sehr geil. Was sagst du? Ich kenne mich damit nicht aus. Okay, dann werden wir fragen bei dir erstmal. Dann würde ich sagen Gyrassi. Gyrassi, was meinst du, wie viele Buden macht er in der Bundesliga? Ich sag 20-25. Boah, okay, 20-25 wäre schon sehr wild. Ich glaube, damit könnte der Topscorer werden dieses Jahr. Ja. Wer hat hier, was Kane macht, aber geil. Ich schätze mal Waldemar Hunter. Okay, also glaubst du, der hättet alles dicht dieses Jahr? Ja. Ja. Sehr gut, ja. Sehr gut. Boah. Ich hoffe auf Gyrassi oder Jan Kuhton. Auf den freue ich mich. Was denkst du, Gyrassi, wie viele Tore macht er? Wenn er aus der Verletzung wieder ist, so schon 20, hoffe ich. 20? Ja, ich trau dem geil. Glaube ich auch. Und was sagst du? Ich sag Jan Kuto, weil Rechtsverteidiger oder Linksaußenverteidiger allgemein haben wir nicht viele. Richtig, jetzt bei Eni. Ja. Lassen wir. Egal. Aber Gyrassi macht auch schon seine 15 Tore. Ja, denke ich auch. Setzt er leider noch aus, deswegen. Aber wird schon. Sehr cool. Was glaubst du, wer denn generell der beste Spieler Dortmund wird dieses Jahr? Also abgesehen von den Transfers. Bino Gittens, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, so wie der schon gegen Villarreal gespielt hat, war eine Top-Leistung. Der war gut, ja. Der wird es machen. Ich hoffe tatsächlich, eigentlich Adeyemi kommt zur alten Form zurück, weil er war eigentlich ein sehr guter Spieler. Ja. Oder Jamie Bino Gittens, weil er hat sehr, sehr viel Potenzial. Er ist auch sehr jung. Ja. Ich glaube auch, Bino Gittens, Top-Typ. Ich glaube, der Brandt hat letzte Saison schon eine gute Saison gespielt. Der war nicht für die Nationalmannschaft. Finde ich schade. Mein Reden. Und der wird es allen zeigen dieses Jahr. Das glaube ich auch, Das glaube ich auch. Brandt. Brandt, habe ich schon häufig gehört heute. Was sagst du? Brandt auch. Wer aber auch, glaube ich, einschlagen könnte, Gittens. Ja. Gittens, glaube ich, könnte auch passieren. Ich glaube auch, Bino Gittens, oder Gittens, wie man immer jetzt nennen möchte, und Brandt wurden heute am meisten genannt. Ja, ich glaube, die wurden echt am meisten genannt. Ja. Sehr gut, okay. Und die letzte Frage geht an euch beide natürlich. Was denkt ihr, wer wird deutscher Meister? Ja, Dortmund. So, nee, was sagst du? Dortmund. Sehr gut, perfekt. Dann danke ich euch vielmals. Ist für euch okay, wenn ihr im Video seid? Alles gut, ja. Ja, sehr gut, okay, perfekt. Dann danke ich euch vielmals. Natürlich der Borussia Dortmund. So her, BVB. So nehme ich, top. Keine Frage, BVB. So nehme ich, sehr cool. Dann danke ich dir vielmals. Dortmund natürlich. So. BVB Borussia. Sehr cool, sehr cool. Und Leute, was wir auch direkt sehen, ist das weiße Wiese-Trikot. Ich muss sagen, ich finde es richtig geil. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich finde es richtig geil. Ist für euch okay, wenn ihr im Video seid? Natürlich. Super. Dann danke ich euch vielmals. Dann wünsche ich euch einen geilen Stadion auch bleiben, ne? Sehr gut. Macht's gut. So, Freunde, wir sind im Stadion drin. Ich habe da, glaube ich, ein paar coole Interviews filmen können. Ein paar coole Leute waren dabei auf jeden Fall. Danke an die mitgemacht haben. Richtig cool, mache ich das häufiger. Ich finde es richtig geil, muss ich sagen. Ich mag das richtig gerne. Häufiger kommen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt generell. Und ja, wir gehen jetzt zum Blog, denke ich. Und dann nehme ich euch auch wieder mit. So, Freunde, wir haben es geschafft ins Stadion. Wir sind da endlich wieder. Lang ist es her, dass wir hier waren. Diesmal Block 82. Wir sind mal ganz oben quasi. Aber ich muss sagen, man sieht vorhin eigentlich ganz geil. Also du siehst hier alles. Du siehst, wenn ein Tor fällt, da hinten. Du siehst, wenn hier ein Tor fällt. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Ne? Ich bin trotzdem lieber weiter hier im Block 11. Den mag ich immer noch lieber. Aber kann man auch machen, sage ich ganz ehrlich. Dauerkarte hier würde ich nicht nein sagen. 09!
herzlich willkommen, Nuri Sahin! Freunde, jetzt erstmal jetzt die Vorstellung vorbei. Du hast irgendwie 90 Minuten Zeit, 1,5 Stunden Zeit. Dann geht's weiter mit dem Spiel. Dann geht das Spiel weiter, oder los? Und dann geht's richtig ab hier. Dann geht's richtig ab. Gegen Gaston Miller, gegen Ian Marzen. Meister, ihr habt es gesagt. Ade, 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 oh, BVB!
beginnt. Doppelwechsel bei Borussia Dortmund. Karim Adeyemi verlässt das Spielfeld und Jan Couto, neuer Platz, der beste Mann, Rami Benzemaini und Sebastian Haller. Da bin ich gespannt, was er drauf hat und wie er spielt. Schön euch Bock. Ich habe jetzt ein paar Wechsel. Ich habe übrigens ein anderes Handy. Also falls es irgendeinen Unterschied gibt, jetzt wisst ihr, warum meins leer ist. Meine Powerbank leer. Es gab ein paar Wechsel. Man merkt, das Spiel ist ein bisschen zäher geworden jetzt. Marcel ist bei Aston Villa drin, verlegt gerade den Ball. Ja, ansonsten es passiert nicht allzu viel, sage ich ehrlich. Aber es ist ein guter Test. So, Friends, ich bin wieder zu Hause. Spiel ist vorbei. Ich habe euch gerade noch ein Video gedreht für Schalke, für das Video von denen oder für das Spiel von denen heute. Ja, was soll ich sagen? Spiel war recht langweilig, ne? Aber ich fand es relativ souverän. Wir haben wenig zugelassen hinten. Ich finde, wir haben echt ganz gut gespielt. Offensiv natürlich noch Luft drin. Hinten ein, zwei Wackler, aber das ist voll in Ordnung. Dafür haben wir viel versucht, rauszuspielen. Insgesamt würde ich sagen, hat das Spiel mich sehr positiv gestimmt. Ich bin happy. Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Sahin, geiler Typ. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich drauf. Es wird eine geile Saison, glaube ich. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie die Saison wird. Wird sie gut? Nicht so gut? Werden wir Meister? Werden wir kein Meister? Schreibt es mal in die Kommentare auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wünsche euch einen wundervollen Abend. Lasst gerne ein Like da. Aber wenn ihr es nicht gemacht habt, noch einen Kommentar. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, Freunde. Tschüss.